Also der Aufbau des Zimmers ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit dem letzten in London. Wenn man sich, nachdem man reingekommen ist, nach links dreht, kommt man direkt ins Badezimmer. Das ist deutlich größer, allerdings auch deutlich spartanischer. Hier ist man ja auch in einem Hostel, nicht in einem Hotel. Okay, und dann kommt man eben von hier raus wieder in den Schlaf- und Wohnbereich. Der ist auch größer, allerdings auch wieder spartanischer eingerichtet. Wir haben zwei Betten, diesmal sind beide gleich groß. Hier ist so eine ziemlich große Glasfront, allerdings kann man leider Gottes diese große Tür nicht öffnen. Dann ist hier kein Schrank, sondern ein schrankähnliches Garderobenobjekt. Ich habe keine Ahnung, was das denn genau so darstellt. Auf jeden Fall ist es nicht sehr praktisch, meiner Meinung nach. Und dann hat man hier noch eine traumhaft schöne Fototapete und einen kleinen Tisch. Und das war es dann auch schon mit der Einrichtung. Wir sind jetzt in Amsterdam gelandet und erkundigen jetzt mal so ein bisschen so unsere Umgebung von unserem Hotel. Und was extrem komisch und so gefährlich ist, ist, dass hier überall auf jedem Bürgersteig bzw. halt auf dem Fahrradweg immer Mofas fahren, und zwar ohne Helm, und die sind so schnell, und es ist hier anscheinend legal, weil das macht wirklich jeder. Jeder fährt so wie bei uns jetzt zu Hause Fahrräder halt immer mit der Mofa rum. Das ist so extrem. Okay, auf jeden Fall laufen wir jetzt mal so ein bisschen rum und suchen mal einen Supermarkt. Beschlossen, einen Zahn zuzulegen, um nicht von diesem extrem starken Gewitter heimgesucht zu werden. Hoffentlich schafft sie es.